Ach, Herr Edu. Ja, sicher, wen hast du denn erwartet? Lass mich raten, deiner Aufmachung nach zu urteilen, eine Gruppe Jungpfadfinder, richtig? Was hast du eigentlich so früh am Morgen hier zu suchen? So früh, nennt sie das, so früh. Es ist 11 Uhr morgens. Du scheinst ja tatsächlich zu glauben, dass man nur zur Arbeit geht, wenn man Lust dazu hat. Hä? Also dachte ich, ich nehme es mal auf mich, dir deine Post persönlich zuzustellen. Danke. Ich wollte dich auch gerade anrufen wolltest du mich und mir sagen, dass du es heute nicht einrichten kannst. Deswegen bin ich jetzt hier und habe dir deinen Brief mitgebracht. Ich bedanke mich. Nichts zu danken. Du kannst ihn ruhig aufmachen. Bitte, ich warte so lange. Ja, gut. Das verstehe ich nicht. Das ist ja ein leerer Zettel. Was du nicht sagst. Ein völlig leerer Zettel? Jede Bürokraft, jeder Anfänger weiß, was das bedeutet, aber ich buchstabiere es für dich. Ja, und zwar in einzelnen Silben. Du, Gina, du bist entlassen. Gefeuert. 11 Uhr vormittags. Ich muss es nur noch reinigen, dann habe ich das Serum. Versuche mit Antikörpern von Mrs. Lockridge haben sich in vitro als erfolgreich erwiesen. Aber wirkt das Serum auch im menschlichen Körper? Ja, Paul? Ich möchte Sie ja nicht stören, aber unsere Geldgeber warten draußen. Ja, na gut. Ich nehme an, wir sollten Sie etwas beruhigen. Mhm. Wie viele sind es? 8. 8? Hm. Bei so vielen verliere auch ich meinen Charme. Ach nein, das schaffen Sie schon. Sie kriegen das doch immer hin. Da mache ich mir keine Sorgen. Konrad, der Herr, auf den Sie warten, ist da. Danke. Würden Sie mir bitte folgen? Setz dich doch. Hier bitte. Nichts ist schöner als ein guter Wein, den man aus einem Kristallglas trinkt. Sind Sie überrascht, mich zu sehen? Sie haben wohl Kelly erwartet. Aber keine Panik, ich werde Sie nicht lange aufhalten. Also mir ist es völlig gleichgültig, was Sie machen, Jeff. Wie viele Frauen Sie hatten oder schon begraben haben. Und was Sie sonst noch so verheimlichen, ist mir ebenso gleichgültig. Aber Kelly wird es interessieren. Also, ich gebe Ihnen noch bis 3 Uhr heute Nachmittag Zeit. Bis dahin haben Sie Santa Barbara verlassen. Sonst wird Kelly alles erfahren. Morgen. Ja, was ist denn? Sind die Newfield-Verträge fertig? Ich weiß nicht, es fällt mir in letzter Zeit schwer, mich zu konzentrieren. Ist was passiert? Nein. Das heißt, ja. Ich mache mir ziemlich große Sorgen um Victoria. Oh. Endlich wieder zu Hause. Keine Bewegung. Ganz ruhig, ja? Kommen Sie langsam raus. Carmen? Ja, also schieß nicht. Ich bin ja wohl deine einzige Schwester. Komm schon her. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was treibst du denn hier, hä? Nicht zu fassen. Du bist groß geworden. Ja, und bestimmt schon zu groß für eine Tratprügel, also lass es. Ich kann's nicht fassen. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, da warst du noch so klein. Wann ist das denn passiert? Gestern Nacht. Ich bin aufgewacht und die Windeln waren weg. So schnell kann das gehen. Ich finde das richtig toll. Was tust du hier? Hast du Halt gemacht, um meine Küche zu durchwühlen?
Naja, tut mir leid. Du hast ja nichts zu essen da. Deshalb wollte ich einkaufen gehen. Ich habe was zum Schreiben gesucht. Ich wollte dir eine Nachricht hinterlassen. Ach so, jetzt verstehe ich, warum es hier so fürchterlich aussieht. Aber du verstehst nicht, wieso ich hier bin. Nicht direkt. Naja, Mom dachte, es wäre eine gute Idee, wenn ich eine Weile bei dir wohnen würde. Der Einfluss des großen Bruders. Ach ja? Ja, du kennst Mama doch. Ja, ich kenne Mama. Und weißt du, sie würde bestimmt nie so eine Entscheidung treffen, ohne mich vorher anzurufen, da bin ich ganz sicher. Du bist abgehauen, richtig? Du kannst mich nicht einfach feuern. Sagst du mir vielleicht, wovon ich existieren soll? Ach, Süße, du hast doch eine Einkommensquelle, den guten Nicky. Und wenn du dein Spiel richtig spielst, dann kommst du gut zurecht. Du bist im ältesten Gewerbe der Welt. Vielleicht steht dir dein Nicky sogar einen Arbeitsvertrag zu. Aber ich muss dir leider sagen, dass es keine Gewerkschaften gibt, die dich unterstützen. Ich hasse den Gedanken, dass du in der Gosse landest. Das könnte ich wirklich nicht ertragen. Du Schwein, wie kannst du mir so in den Rücken fallen? Jetzt, wo ich dich brauche, lässt du mich im Stich nach allem, was ich für dich getan habe. Hoffentlich verlierst du auch bald deinen Job. Am besten ist es wohl, ich sorge dafür. Ich weiß nämlich, wo deine Leichen vergraben sind und ich werde ein paar davon ausgraben von mir. Ach, hallo, Mrs. Dowling. Ich hatte gerade ein kleines Problem mit meinem Anwalt. Wo Sie gerade über Probleme reden? Ich denke, wir haben auch eins. Was? Oh ja, die Abfallbeseitigung, kommen Sie doch rein. Ich meine etwas viel Dringenderes. Die Miete. Sie ist fällig. Und zwar ist sie überfällig. Das war meisterhaft, wie Sie mit denen fertig geworden sind. Manchmal überrascht es mich selbst, wie redegewandt ich sein kann. Ich weiß gar nicht, was mich so inspiriert hat. Wahrscheinlich war es... Das darf doch nicht wahr sein. Es ist weg. Oh nein. Jemand hat das Serum gestohlen. Erstmal habe ich den Katalog durchgeblättert und dann habe ich mir eins nach dem anderen angesehen. Hallo. Oh, entschuldige, was hast du gesagt? Hat Daddy wirklich keine neue Gemeinheit von sich gegeben? Ich war nur in Gedanken. Na los, erzähl schon, was wolltest du mir Wichtiges sagen? Du wirst es nicht fassen können. Der Aufwand hat sich gelohnt. Ich habe das Haus endlich gefunden. Das ist wundervoll. Welches Haus meinst du? Welches Haus? Das Haus, von dem du mir erzählt hast. Und zwar mit Kamin und allem drum und dran. Dein Traumhaus existiert. Als ich es sah, wusste ich, es ist auch meins. Aber das Beste daran ist, wir können es mieten und endlich zusammenleben. Ist das nicht wundervoll? Und wann kommt deine Tochter? So gut bin ich in Buchführung nicht. Oh, Nicky, bin ich froh, dass du da bist. Da muss etwas durcheinander geraten sein. Anscheinend hast du vergessen, die Miete zu bezahlen. Verschone mich bitte mit deinen Geldschwierigkeiten. Du kriegst sehr großen Ärger mit mir, Gina. Was ist heute eigentlich los? Erst gießt dann diese alte Hexe und jetzt du, was soll das? Jetzt überleg mal einen Augenblick. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das gestohlene Serum. Was? Was weißt du darüber? Wieso ist es weg? Hör mit diesem Spielchen auf. Ich warne dich, Gina. Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Ich weiß nur, was du darüber erzählt hast. Nur dir habe ich etwas davon erzählt. Und du rennst damit sofort zu Timmins. Nein! Wieso traust du mir denn nicht? Du weißt, wie wichtig mir dein Vertrauen ist. Ja, ich würde du es hast niemals mein Vertrauen missbrauchen. Wegen deiner geliebten Nymphe dort. Ich frage dich noch einmal. Bitte sieh mir in die Augen. Ich will, dass du mir jetzt die Wahrheit sagst. Also weißt du etwas über den Verbleib meines gestohlenen Serums? Bei meiner Ehre. Nein, wenn ich lüge, soll mich der Blitz erschlagen. Wenn du gelogen hast, möchte ich nicht in deine Haut stecken. Denn dann ist unsere reizende Beziehung ein für alle Mal beendet. Ich verstehe ja, dass du aufgeregt bist, aber was ist mit der Miete, die... Wie bitte? Die Miete. Lass mich in Ruhe. Hier, das wird dir gut tun, Liebes. Komm. Ach, das musst du doch nicht tun, Ich Schatz. Weiß. Jenny ist doch nebenan. Ich weiß, aber das mache ich doch gerne. Das bleibt unter uns, ja? Du bist die beste Krankenschwester. Ja. Ich kann auch furchtbar streng sein. Ach, das weiß ich doch lange. Du hältst dich wirklich hervorragend. Ganz fantastisch. Ja. Ach, Caroline. Ruhe ist jetzt das Wichtigste für dich. Mach einfach die Augen zu und ruh dich aus. So, ja? Ja, genau so. Versuch zu schlafen. Und wenn ich nicht schlafen kann? Wenn du nicht einschlafen kannst, dann werde ich dir etwas vorlesen, solange bis ich selbst einschlafe. Aber etwas Lustiges, hoffe ich. Selbstverständlich. Ja.
wird sich sicher noch melden. Ja, die haben wahrscheinlich viel zu bereden nach so langer Zeit. Ja. Und wo sind sie? Was weiß ich, wo sie hingegangen sind. Was meinst du überhaupt? Die Newfield-Verträge, Mason. Deswegen bin ich hier. Du hast gesagt, sie wären fertig und ich könnte sie abholen. Ah, die Newfield-Verträge. Stimmt, so langsam dämmert's wieder bei mir. Wo sind sie denn? Ich werde sie schon finden. Aber zuerst muss ich meinen Verstand wieder finden. Na bitte, wer sagt's denn? Newfield. Sehr gut. Und da sagen die Leute, du verlierst den Überblick. Aber ich sage immer, den verlierst du nie. Nein, ich bin dabei, ihn wiederzukriegen. Oder ich verliere den Überblick gerade wieder. Ich weiß auch nicht. Irgendwie verliere ich immer alles, was mir im Leben wichtig ist. Kann ich dir noch irgendwie behilflich sein? Was ist los? Es fällt mir schwer, darüber zu reden. Weißt du Bescheid über meine Geschäftsverbindung mit Dr. Nicholas und Jeffrey? Ich weiß, dass du und Jeffrey und dass ihr ja zueinander gefunden habt und das ist gut so. Ja, aber das kam alles sehr überraschend und in letzter Zeit frage ich mich des Öfteren, wie gut ich Jeffrey Conrad eigentlich kenne. Ich weiß, dass es meinem Vater nicht passt, dass er eine Beziehung mit Kelly hat. Ich fand das eigentlich immer eher amüsant, aber langsam bekomme ich selber Zweifel. Was für Zweifel? Wegen Jeffrey und Kelly? Nein, nur wegen Jeffrey. Ich weiß überhaupt nichts von ihm. Vielleicht hat er einen ganzen Schrank voller Skelette in England zurückgelassen. Und wer weiß, wie viel Krach die machen, wenn sie einer rauslässt. Heißt es nicht so schön im Zweifel für den Angeklagten? Ja, das stimmt. Ich überlasse nur ungern etwas dem Schicksal. Wenn Jeffrey Dreck am Stecken hat, dann kriege ich das bestimmt raus. Und ich werde es herausfinden, bevor Kelly es tut. Ich konnte es zuerst gar nicht glauben. Ich habe gedacht, da muss doch irgendwo ein Haken sein. Sieh's dir einfach an. Es sieht aus wie die Häuser in diesen ausklappbaren Kinderbüchern. Die Maklerin hat gesagt, ich soll aufhören, so misstrauisch zu sein. Wir hatten einfach Glück. Da hat sie wohl recht. Das ist wirklich Glück. Kein Glück. Das war Schicksal. Jemand da oben wollte, dass wir endlich zusammenfinden. Der musste eine Menge durchmachen. Du hattest ja 100.000 Ausflüchte. Wieso sollte ich Ausflüchte haben? Du wolltest dich nicht festlegen. Ich kenne dich doch. Du hast nämlich Angst. Du denkst, je enger es wird, desto gefährdeter ist die Beziehung. Ja, ja, ja. Ich weiß das. Es entgeht mir nichts. Nein. Bei deiner Fantasie kann dir ja nichts entgehen, oder? Oh, ich bilde mir das ein. Dann überzeug mich doch vom Gegenteil. Sogar eine Folter könnte dich nicht überzeugen. Nicht, wenn du wild entschlossen bist. Ach, es ist schon vorgekommen, dass ich ein Irrtum zugebe. Aber wenn ich recht habe, habe ich recht. Du musst keine Angst haben. Nichts und niemand kann das zerstören. Du scheinst dir sehr sicher zu sein. Das war ich. Was ist passiert? Ach, ich weiß nicht. Sei doch ehrlich. Wie gut kennen wir zwei uns eigentlich? Also, Kelly, sag mir, wie gut kennen wir zwei uns eigentlich? Ich denke, wir kennen das Wichtigste voneinander. Ich meine, ich weiß nicht, welche Kinderkrankheiten du gehabt hast oder woher du die Narbe am Knie hast. Aber sonst... Was ist, Jeffrey? Hast du mir noch etwas zu sagen? Haben wir uns nicht versprochen, uns nichts voreinander zu verheimlichen? Du bist ja so still. Ach, es ist nichts. Ich mache mir eben Gedanken über uns. Oh, da bin ich aber erleichtert. Ich habe schon gedacht, lass uns jetzt Picknick machen. Los, was für ein Picknick? Wovon redest du? Wovon? Ich wusste ja, du wirst von dem Haus total begeistert sein. Und da dachte ich, wir sollten das sofort feiern. Weißt du, wir werden uns jetzt gleich daran gewöhnen, uns es hier richtig gemütlich zu machen. Soll ich dir was verraten? Wir beide werden hier so glücklich sein, dass wir es kaum aushalten können. Bitte sieh dich doch um. Es ist wie am Ende des Regenbogens. Wir haben ein kleines Haus und werden alles hier genießen. Eine Schule ist in der Nähe, der Bus, Geschäfte. Ach, und das hatte ich ganz vergessen. Der Gärtner ist inklusive. Hey, du hast ja an meine Cornflakes gedacht. Ich bin mir vorgekommen wie ein Idiot, als ich die gekauft habe. Ich hasse dieses süße Zeug. Da ist mehr Zucker drin als in Schokoladenpudding. Ach, das ist mir egal. Ich esse gern Süßes. Hey, hast du meine Zigaretten vergessen? Nein, ich kaufe dir keine Zigaretten, die sind gesundheitsschädlich. Ach je, deine Ansichten sind ja von gestern. Wo hast du eigentlich diese dummen Sprüche her? Ach, hältst du mir jetzt auch Vorträge? Weißt du, ich kenne das schon von Mama. Ich gehe mal ins Kino und verspäte mich eine Stunde, dann heißt es, warum kommst du so spät? Wo bist du gewesen? Du bringst uns ja noch alle in Verruf. Ach, ich könnte heulen. Weißt du,
Ich bin 17 Jahre alt, Cruz. Und wenn ich das sagen darf, ich sehe ganz gut aus. Ich kann Jungs leiden und die mich. Ist das ein Drama? Ich möchte einfach meine Freunde sehen, ein Bier trinken, vielleicht mal einen Joint rauchen und samstags in die Disco gehen. Ich weiß ja nicht genau, worauf du aus bist, aber wenn du jetzt mit Drogen und mit Alkohol anfängst, halte ich das für sehr dumm. Fängst du jetzt auch damit an? Genau wie Mama. Bin ich etwa schon so verkommen, dass Mama sich hinknien und vielleicht ein Gebet für meine Rettung sprechen muss, ja? Sagst du mir jetzt, was los ist, Carmen? Bist du eigentlich nur hierher gekommen, um hier rumzuhängen und auszuflippen? Für Mama sind Mädchen schon ausgeflippt, wenn sie einen Minirock tragen. Ja, ist ja schon gut. Du und Mama, ihr streitet euch, seitdem du alt genug bist, dich zu wehren. Aber deswegen bist du nicht abgehauen. Also was ist los? Ich weiß gar nicht, worüber du sprichst. Tja, Polizistenparanoia, würde ich sagen. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ich will wissen, was los ist. Und ich will es sofort wissen. Wo haben Sie vorher gearbeitet, Miss Todd? Ich habe häufig gewechselt. Ja, wenn Sie wollen, mache ich Ihnen irgendwie eine Liste. Mhm. Haben Sie vielleicht irgendwelche juristischen Erfahrungen? Oh ja, ich habe da so einiges durchgemacht. Mit Quinlan Parker Duncan und... Naja, da war noch so einer. Aber da war ich ja nur in der Poststelle und hatte gerade erst mit meinem sekretierenden Kurs begonnen. Ja, tippen kann ich jetzt etwas und stehe nur auch, wenn Sie nicht zu schnell diktieren. Langsamer als ich ist keiner. Bitte. Und wie schnell würden Sie stenografieren können? Oh, mittelschnell, denke ich. Ja, letzte Woche waren es 20 Wörter in der Minute. 20 Wörter in der Minute? Das ist ja fantastisch. Ja. Ich kann nicht mal so schnell sprechen. Maschine schreiben, Sie aber mit beiden Händen, ja? Aber sicher doch. Wissen Sie, nur mit dem Finger nicht. Der macht mir manchmal Ärger. Bei den Punkten und Kommas. Und Semikolon. Ach, ich gebrauche nie Kommata und Semikolons. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ach, wirklich? Das wäre ja toll. Ich brauche diesen Job so sehr. Entschuldigen Sie, Sie haben da etwas Soße am Mund. Ach, wirklich? Ich wische das weg, Sie sind tüchtig. Ja, also, ist da oben noch was? Alles weg? Ja. Also, geschickte Finger. Sowas brauche ich. Würden Sie die junge Dame bitte wegschicken? Ich muss geschäftlich mit Ihnen reden. Ich führe aber mit Miss Todd gerade ein Vorstellungs- Ich will mit Gespräch. Ihnen über Gina reden. Und zwar sofort. Miss Todd, Brenda, wir wollen das als Bewerbung ansehen, ja? Bleiben Sie heute Abend zu Hause? Oh ja, Sir. Gut, dann werde ich mich bei Ihnen melden, ja? Ach, danke schön. Ich werde warten. Hat mich gefreut, Sir. Ihre neue Sekretärin. Ach, die Wege des Herrn sind für uns oftmals unergründlich, wenn er seine Wunder vollbringt. Was ist mit Gina? Ja, bitte. Noch ein Wein. Ich muss annehmen, dass Gina sehr indiskret war. Deshalb sind Sie in mein Büro eingedrungen und haben das Serum entwendet. Also, wenn Sie es mir sofort zurückgeben, verzichte ich auf eine Anzeige. Sie wissen doch gar nicht, was Sie da gestohlen haben. Wenn Sie glauben, es bringt Ihnen das große Geld, dann muss ich Sie enttäuschen. Verkaufen können Sie es nicht. Was reden Sie da? Hm? Also, wenn Sie unbedingt auf Geld aus sind, sagen Sie mir, wie viel Sie wollen. Ich muss das Serum wiederbekommen. Ich kann Ihnen leider nichts wiedergeben, was ich nicht gestohlen habe, aber die Beleidigung verzeih ich Ihnen. Sie wollen den Preis hochtreiben. Nennen Sie die Summe, ich bezahle sie. Also wissen Sie, Sie sollten wirklich nicht so mit Geld um sich werfen. Ihre Freundin wird Sie bestimmt in Zukunft eine ganze Menge kosten, weil sie jetzt nämlich nichts mehr verdient. Tagsüber wenigstens. Ich habe Gina rausgeworfen. Überrascht? Was tust du in meinem Haus? Wer hat dich reingelassen? Ich habe dich vermisst. Ich habe dich so lange nicht gesehen. Je länger wir uns nicht sehen, desto besser. Ich wollte dich nie mehr wiedersehen. Also mach's kurz, was willst du? Ich wollte sehen, ob in dir vielleicht eine Wandlung vorgegangen ist. Sisi, können wir nicht wieder Freunde sein? Höre ich richtig? Wir waren noch nie Freunde. Oh doch, das waren wir. Du willst es bloß nicht wahrhaben. Naja, ich... hatte ja bisher noch keine Gelegenheit, dir zu sagen, wie sehr es mich getroffen hat. Lass das Theater bitte.
Ihr beide mochtet euch doch überhaupt nicht, also spart ihr dein falsches Mitleid und verschwinde. Ich meine es wirklich ernst. Sophia hast du verziehen. Und Mason hast du verziehen. Wieso kannst du mir nicht verzeihen? Weil du es nicht verdient hast. Was du verdient hast, möchte ich lieber nicht sagen. Naja, ich bin wohl ein besserer Mensch als du. Weil ich kein Groll gegen dich hege, wirklich nicht. Ich vergebe dir alles, was du mir in den Jahren angetan hast. Würdest du bitte sofort gehen? Würdest du bitte die Absolution jemand anderem erteilen? Wir wollen dir nicht verzeihen. Jetzt geh und vergiss nicht, die Tür zuzumachen, ja? Cici, du kannst mich ja ruhig hassen, aber es gibt eine Verbindung zwischen uns, die du nicht so einfach wegwischen kannst. Und zwar meinen Sohn Brandon. Deswegen bin ich hier. Ich wollte mit dir über seine Zukunft reden. Für seine Zukunft ist gesorgt, Gina. Vielleicht deiner Meinung nach. Ich sehe das nicht so. Es wird der Tag kommen, an dem er unabhängig sein will, und zwar unabhängig von deinem Geld. Ich will ihm diese Freiheit geben, mit deiner Hilfe. Wie soll ich das verstehen? Ich will wieder arbeiten, das ist es. Es ist inzwischen sehr viel Zeit verstrichen seit dieser unerfreulichen Geschichte mit den Keksen. Ich habe gehofft, du hilfst mir bei einem neuen Start. Würdest du mir etwas Geld leihen? Nur ein paar tausend Dollar, kein Vermögen. Ein paar tausend? 1000. Ich brauche etwas Startkapital. Du bist wohl ganz von Sinnen. Das ist wirklich. Du musst verdammt verzweifelt sein, wenn du herkommst, um mich anzubetteln. Du weißt, wie ich dich hasse. Wieso gehst du eigentlich nicht zu Timmons oder Alex? Wieso kommst du gerade zu mir? Bitte, Gina, sag mir die Wahrheit. Das wäre doch wohl eine Abwechslung. Damit hast du es ja noch nie versucht. Na gut. Ich kann nicht zu Keith gehen, weil er mich heute Morgen gefeuert hat. Du Ärmste. Und ich kann nicht zu Alex, weil ich nicht weiß, wann ich ihn wiedersehe. Er redet einfach nicht mit mir. Ach, das ist ja traurig. Hat sich Alex von dir getrennt? Ich verstehe gar nicht, dass er es so lange ausgehalten hat. Ich war völlig überrascht, dass er sich an dir die Hände schmutzig macht. Aber manche Menschen spielen gerne im Dreck, nicht wahr? Es ist leicht, jemanden zu treten, der nicht weiter weiß, der am Boden liegt. Ja, ich bin verzweifelt. Verzweifelt genug, um dich anzubetteln. Bitte, Cici, hilf mir. Ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Ich falle sogar auf die Knie. Ich bitte dich. Ich bin am Ende. Ist das wahr? Ich bin die einzige Rettung? Ich bin allein. Sonst wirst du wohl auf die Straße gesetzt. Ja, meine Vermieterin, die hat mich rausgeschmissen. Mhm. Ich bekomme meine Sachen erst dann wieder, wenn meine Miete bezahlt ist. Bitte hilf mir. Nicht mal in 1000 Jahren. Und wenn sie dich teeren und federn würden. Du könntest mir 1 Million Dollar geben und es würde dir nicht einmal auffallen. Als du mein Geld unterschlagen wolltest, ist es mir auch aufgefallen, Gina. Wieso machst du mir das zum Vorwurf? Du hast mehr Geld, als für einen gut sein kann. Wenn mir die Börse von Chicago gehörte, von mir bekommst du keinen Penny. Aber ich bin dir so dankbar, dass du vor mir auf den Knien gelegen hast. Oh nein, es war ein Knie. Meinetwegen, ich bin froh, dass du es getan hast. Es war mir ein Vergnügen, dich vor mir kriechen zu sehen. Wie schade, dass der Rest der Familie bei der Show nicht anwesend war. Du. Ja, was willst du denn? Ich höre. Ich sage dir, das wird dir noch mal leid tun. Das werde ich dir nie vergessen. Du wirst eines Tages noch vor mir auf den Knien liegen und dann werde ich dir einen Vorgeschmack auf das jüngste Gericht geben. Darauf kannst du dich verlassen. Schließ die Tür bitte hinter dir. Das hier ist das i-Tüpfelchen. Sieh mal, Blumen aus dem eigenen Garten. Sind die nicht schön? So. Ach, ich halte es hier nicht aus. Was meinst du damit? Wo willst du hin? Ich muss hier raus. Es tut mir leid, ich hätte es früher sagen sollen. Das Haus ist nicht das Richtige. Was? Ich kann hier nicht leben. Tut mir leid. Es tut mir leid. Dr. Niklas. Ah, tut mir leid, das Mädchen hat mir nichts gesagt. Nein, bitte, das macht wirklich nichts. Caroline wird sich freuen, Sie zu sehen. Nein, 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 wecken Sie sie nicht. Ich wollte nicht zu Caroline. Würden Sie vielleicht... Äh,
Lionel, ich würde am besten sofort zur Sache kommen. Haben Sie aus dem Labor das Serum gestohlen? Sie haben meiner Meinung nach am meisten Grund dazu, Lionel. Ich bin doch kein Arzt. Ich wüsste gar nicht, wie ich... Eine Injektion zu geben, ist nicht besonders schwierig. Die Menge würde für mehrere Dosen ausreichen. Tut mir leid, aber ich muss Caroline sehen. Aber machen Sie es bitte kurz, sie ist sehr krank. Ja, ich weiß. Lionel, ich weiß, wie verlockend das sein kann, wenn jemand so krank ist wie Sie. Dr. Niklas, Sie irren sich. Lionel, was ist denn? Dr. Niklas... Caroline, verzeihen Sie, wenn ich Sie störe. Ich wollte nur mal nachsehen, wie es Ihnen geht. Ist etwas passiert? Es ist nur ein Missverständnis. Ich habe heute entdeckt, dass das Serum, an dem ich arbeite, von jemandem gestohlen worden ist. Ihr Mann hat es vielleicht aus Verzweiflung entwendet, um Ihnen damit zu helfen. Lionel... Nein, das ist ein Irrtum. Ich wollte ja, dass Sie es ihr geben. Aber Sie wissen, wieso ich das nicht tun kann. Und das habe ich akzeptiert. Ich sage Ihnen nochmal meine Gründe, Ihnen beiden, damit Sie wissen, wie gefährlich dieses Medikament sein kann. Es ist noch nicht ausgereift, es ist noch nicht getestet worden, es macht Sie vielleicht gesund, ja. Aber vielleicht verlängert es auch Ihre Krankheit oder verschlimmert sie noch. Lionel, das Serum kann unter Umständen sehr gefährlich sein. Caroline, wenn Ihr Mann es Ihnen anbietet, so verlockend das Angebot in Ihrem Zustand auch sein mag, bitte nehmen Sie es auf gar keinen Fall. Ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, was da passieren kann. Hast du eine Ahnung, was dein Vater vorhat, Mason? Nein, das weiß ich nicht. In meiner Familie ist die eine Hand nie davon unterrichtet, was die andere tut. Das verhilft uns zu ein wenig mehr Privatsphäre. Wobei hast du ihn denn erwischt? Ich könnte dann nur raten. Er versucht mich zu zwingen, Kelly aufzugeben. Ah, das ist typisch. Er übt gern Zwang aus und er kann es nicht ertragen, wenn jemand seinen Gefühlen folgt. Was hat er denn in der Hand, Jeffrey? Er geht gewöhnlich so vor, dass er mit etwas droht. Tut mir leid, ich kann nicht darüber reden. Jeffrey, ich bin dein Bruder. Wir haben schwer daran gearbeitet, Vertrauen aufzubauen. Tja, so einfach ist das nicht, Mason. Seien wir mal ehrlich. Tatsache ist, erst einmal kommt Kelly, dann komme ich. Was für Probleme hast du denn? Eigentlich keine. Aber früher hatte ich Schwierigkeiten. Oh, das passt ins Bild. Die Vergangenheit ist jetzt liebstes Betätigungsfeld. Er hat eine untrügliche Nase für Skelette, die in Schränken stehen. Ist es was Ernstes? Es hat mit meiner Frau zu tun. Meiner Ex-Frau. Wieso rückst du nicht allmählich mit der Wahrheit raus? Mir reicht es langsam, dass ich permanent die gleichen Fragen stellen muss. Mir reicht es auch. Also hör auf. Fällt es dir denn so schwer, mir zu glauben, dass ich dich besuchen wollte, weil ich dich vermisst habe? Ich wollte dich einfach mal wiedersehen. Ich sehe es auf deinen Augen an. Meinst du denn, ich merke das nicht? Du hast Angst vor irgendwas. Ach, Quatsch. Hey. Soll ich dir wirklich abnehmen, dass du nach Kalifornien fährst, nur um hier zu übernachten? Also, wenn du Schwierigkeiten hast, ganz egal, worum es geht, dann sag es mir. Vielleicht kann ich dir helfen. Du musst doch nicht das ganze Übel der Welt auf deinen Schultern tragen. Na gut, du hast recht. Ja, ich bin weggerannt, weil ich Schwierigkeiten habe. Wahnsinnige Schwierigkeiten. Ich werde alles verlieren. Bilder. Meine Kleider. Die Videoanlage. Einfach alles. Ich werde bestimmt bald ein Penner und werde dann obdachlos sein und allein und vergessen. Wenn du gekommen bist, um sicher zu sein, dass ich nichts stehlen kann, das hättest du dir sparen können. Keine Sorge, ich werde nur mit den paar Dingen gehen, mit denen ich auch gekommen bin. Mit meiner Selbstachtung, meiner Ehre und meiner Zahnbürste. Ist ja gut, Gina, lass uns jetzt nicht sagen, was wir nachher bereuen werden. Ich kann jetzt nur noch alles bereuen. Das glaube ich nicht. Gina, ich habe mir inzwischen auch Gedanken gemacht. Ich war wohl mit meinen Anschuldigungen etwas voreilig. Ich bin ungerecht gewesen. Ah,
Ach, glaubst du mir jetzt, dass ich das Serum nicht habe? Ja, ich glaube dir, dass du es nicht hast. Warum hast du mir nicht vertraut, als ich dir geschworen habe, dass ich davon nichts weiß? Gina, du musst doch verstehen, dass dieses Serum für mich sehr wichtig ist. Kapierst du das nicht? Ich dachte, du hast mein Vertrauen missbraucht und jemandem davon etwas erzählt. Einen Moment bitte. Das ist ja schon wieder sehr weit weg von einer Entschuldigung. Das hört sich ja schon fast nach einer neuen Entschuldigung an. Es tut mir leid. Du hast recht. Ich vertraue dir. Ich glaube dir aufs Wort. Ja, wirklich. Gut. Jetzt ist der Tag nicht ganz so schwarz. Ich würde sagen grau. Ah, ja. Die Miete. Die Miete. Wie viel ist das? Wie viel Geld brauchst du? Weißt du was? Ich werde den Scheck nur unterzeichnen. Ja, ich werde die Summe offen lassen. Du kannst ein bisschen mehr eintragen, okay? Kauf dir davon was Schönes. Betrachte es als ein Geschenk. Meine Abbitte, verzeih mir. Tja. Na ja, gut. Das hat dir gefehlt. Dankeschön, Darling. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Die Bremsen haben einfach versagt. Ich will dir nichts vormachen. Ich war nie sicher, ob das wirklich ein Unfall gewesen ist oder ob Bess wollte, dass das passiert. Vielleicht hat sie es herbeigeführt. Glaubst du das im Ernst? Verzweifelte Menschen reagieren selten logisch. Wir führten bestimmt keine glückliche Ehe. Es gab einen Zeitraum, da waren wir sehr glücklich. Bitte glaub mir das. Sag mir eins. Wieso hat man dich nur mangels Beweisen freigesprochen, Jeffrey? Das bedeutet, du wärst verurteilt worden, wenn die Beweise ausgereicht hätten. Oh, Mason, ich gebe dir mein Ehrenwort, dass ich sie nicht umgebracht habe. Das ist die reine Wahrheit. Leider kann ich es nicht beweisen. Ich wünschte, dass ich es könnte, Mason. Ich glaube dir. Danke. Das bedeutet mir sehr viel, wirklich. Ich denke, Kelly wird das nicht so leicht aufnehmen. Sie weiß bisher davon nichts. Wenn es bloß einen Weg geben würde, meine Unschuld zu beweisen, würde alles sehr viel leichter sein. Dann wollen wir mal sehen, ob ich einen Weg finde. Und bis dahin würde ich meinen Vater nicht provozieren. Der schnappt sich Kelly und erzählt ihr alles. Ein Ultimatum hat er mir schon gestellt. Tja, 3 Uhr heute Nachmittag. Jetzt ist er bestimmt schon bei ihr und wartet. Was bedeutet, dass ich jetzt nur noch eins tun kann? Und das ist wegzugehen. Du verlässt Kelly? Ich verlasse Santa Barbara und finde heraus, wie es passiert ist. Dann komme ich zurück. Und weißt du, was wir als erstes tun werden, wenn es dir besser geht? Dann werden wir endlich Ferien machen. Das wird wundervoll. Lino, sag mir die Wahrheit. Hast du nicht doch das Serum? Hast du es gestohlen? Frag mich nicht, Caroline. Lionel, bitte. Ich weiß doch, wie krank ich bin. Und du weißt auch, wie krank ich bin. Und es ist egal, wie tapfer du tust, Lionel. Du hast genau solche Angst wie ich. Und weißt du was? Ich wünschte, du hättest es gestohlen. Weil ich es nehmen würde, sofort. Ich würde jetzt alles nehmen, egal wie gefährlich es ist. Ich bin so verzweifelt. Hallo, Kelly. Bist du allein? Ja. Oder ist Jeffrey draußen und wartet auf dich? Nein, wieso? Kann ich mal mit dir reden, Kelly? Über Jeffrey. Jetzt erzählst du mir alles, ja? Ich lasse es nicht zu, dass dir etwas passiert, das verspreche ich dir. Ich war unten in Tijuana mit ein paar von meinen Freunden. Mama sagt, das sind alles Wilde, aber die sind in Ordnung. Aber egal, wir waren in einer Bar, weißt du? Saßen dann nur so. Und dann sah ich diesen Drogendeal ablaufen. Wir fuhren später dann wieder über die Grenze zurück. Da habe ich einen von den Zöllnern wiedererkannt. Das war einer von den Dealern, weißt du? Und er hat mich auch wiedererkannt. Ich hatte gar keine andere Wahl. Ich musste da weg und das schnell. Würdest du ihn wiedererkennen, wenn du ihn identifizieren müsstest? Das soll wohl ein Witz sein. Ein paar Tage danach ist er bei uns aufgetaucht und wollte mich fertig machen. Er hätte mich bestimmt umgebracht, wenn ich ihm nicht entwischt wäre. Das ist ja furchtbar. Deswegen dachte ich, es
wäre wohl klüger, nicht darauf zu warten, bis er mich in die Finger kriegt. Ich konnte nur abhauen. Das ist der wirkliche Grund, weshalb ich hier bin. Ich wusste nicht, wohin ich sonst gehen sollte. Was hast du jetzt vor? Ich werde mich darum kümmern, darauf kannst du dich verlassen. Und bis dahin ist es wohl... Nein, schick mich nicht nach Hause, bitte nicht, das kannst du nicht. Wenn ich zurückgehe, wird er mich erwischen. Hey, hey, keine Hektik. Ich wollte sagen, es ist besser, wenn du hier bleibst. So kann ich auf dich aufpassen. Tja, und Mama wird dich anrufen. Ich danke dir, Cruz. Schon gut. Ich will es ja nicht übertreiben. Aber andererseits hat er gesagt, kauf dir was Nettes. Was Nettes, nichts Extravagantes. Was ist der Unterschied zwischen nett und extravagant? Eine Null oder vielleicht zwei Nullen? Wer ist da? Ich bin's, der Schmucke, Kies. Ich will dich nicht sehen, Kies. In diesem Haus wird getrauert. Ach komm schon, lass mich rein. Ich hab hier etwas, das dich aufheitern wird. Was denn? Eine Bombe? Nein, hier, der Brief ist für dich. Oh, sicher eine Briefbombe. Ach, Liebling, sei nicht albern. Woher sollte ich eine Briefbombe haben? Hm? Mach ihn auf, der Inhalt wird dir gefallen. Bist du da ganz sicher? Wow, ein Scheck. Ja. Ganz schön hoch für eine Abfindung. Ich bitte dich, Schätzchen, ich kenne dich doch. Ich meine, sparen ist doch ein Fremdwort für dich, hm? Und da du mit Niki auseinander bist, wirst du Schwierigkeiten haben, die Miete zu bezahlen. Ach, so ist das. Ja. Du zahlst das Geld wegen der Reue, du hast Schuldgefühle. Wieso gibst du mir nicht meinen Job wieder? Hör zu, Selbstachtung ist mir mehr wert als dieses Gnadenbrot. Woher hast du denn diese idiotische Philosophie? Kann ich meinen Job wieder haben? Hör aber auf, Gina. Wir beide wissen doch ganz genau, dass der Beruf der Sekretärin nicht dein Metier ist, nicht? Damit will ich sagen, das sind in aller Regel Ziegen und sowas wirst du nie werden. Deswegen gebe ich dir eine kleine Finanzspritze und du darfst mich als Freund des Hauses ansehen. Ich schaue dann gelegentlich herein und leere ein Schälchen Sekt mit dir, hinterher natürlich. Das war doch lieb ausgedrückt, nicht? Keineswegs. Tu das nicht. Zerreiß den Schick. Es war schlimm genug, dass du den von Niki genommen hast. Du willst doch nicht einer von denen sein. Wieso denn nicht? Ein Scheck ist besser als runde Finger und es ist steuerfrei. Das ist unrecht. Du kannst nicht die Geliebte von zwei Männern sein. Madame Dubarry hatte ein paar mehr. Ihr bringt mich wieder völlig durcheinander. Ich bitte dich, Gina, du würdest es doch auch freiwillig tun. Was zielst du dich so? Verdopple deinen Spaß, verdopple dein Vergnügen. Und das Beste von allem ist, du verdoppelst dein Geld. Wer bringt dich durcheinander? Kies. Bist du in Ordnung? Mit wem sprichst du? Mit niemandem, es ist in Ordnung. Ich habe nur nachgedacht. Ja, das Für und Wider hat sich deutlich in deinem Gesicht abgezeichnet. Und, was sagst du? Das Angebot läuft um Mitternacht aus. Das ist wirklich sehr großzügig von dir. Ich akzeptiere. Danke, Darling. Ich später noch mal an. Ich habe sie noch nicht mal kennengelernt und sie ist jetzt schon gegen mich. Ach so, dann war das Victorias Mutter. Ja, sie wollte mir nicht mal sagen, wann Victoria zurückkommt. Sie sagte nur, ich soll später noch mal anrufen. Das bedeutet, dass Victoria ihr gesagt hat, dass sie nicht mit mir reden will, sonst würde sie mir nicht mit diesen Ausflüchten kommen.
Ach Mason, vielleicht redet sie mit jedem so. Das kann doch sein. Der Schwiegersohn ist nicht jeder. Naja, ich will mich da nicht einmischen. Ich habe ja nichts mit ihr zu tun. Tut mir leid, ich sollte dich wirklich nicht mit diesem Thema belasten. Genau, das ist meiner Meinung nach keine so gute Idee. Ich bin bestimmt nicht die beste Wahl, wenn du Rat brauchst. Und offen gesagt, es fängt an, mir etwas auf die Nerven zu gehen. Ich weiß. Ich sollte so langsam lernen, meine Beziehung ohne deinen Beistand zu führen. Sehr vernünftig. Also, Kelly, manchmal fällt man leider auf seine Mitmenschen rein. Ich denke, das passiert dir jetzt. Du weißt nicht, was für ein Mensch Jeffrey ist. Du kennst Baby, ihn viel zu wenig. Das habe ich schon zu oft von dir gehört. Es reicht jetzt. Wenn du etwas gegen ihn vorzubringen hast, dann sag es. Glaub mir, die Wahrheit wird dir sehr wehtun. Wir werden ja sehen, ob du recht behältst. Sissy Caffell. Hier ist Jeffrey. Haben Sie es Kelly schon gesagt? Nein, aber ich bin gerade dabei. Bitte tun Sie es nicht. Tun Sie ihr nicht weh. Es ist nicht nötig. Was wollen Sie? Wissen Sie, ich werde... Ich verlasse die Stadt heute Nachmittag. Ich warte auf den Bus und werde... Naja... nicht wieder zurückkommen.